So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem wunderbaren weiteren Video zu Forza Horizon 5. Wir sind zurück zu einem kleinen Update-Video. Ja, nämlich hat der Fotomodus ein insanes Update bekommen, was wir uns in diesem Video einmal anschauen werden. Aber bevor wir das machen, müssen wir mal ganz kurz über Player Games und den aktuellen Stand von Forza Horizon 5 reden. Ja, ihr wisst ja, ich habe nicht unbedingt nur Gutes an dem Spiel letzten Monat gelassen und hier und da Kritik geäußert und. Ich war mit Forza Horizon 5 einfach im Allgemeinen hier und da nicht so ganz zufrieden mit Inhalten und vom Polishment und sowas. Also ich hatte sehr viele Sachen, die mich an Forza Horizon 5 einfach nicht so abgeholt haben oder halt einfach auch mit dem Lebenszyklus des Spiels gestört haben, also was an Content reinkam und, weil, naja, es war am Anfang wirklich ein großer Recyclinghof, der Forza Horizon 5 war, weil einfach Autos reinkamen, die wir die letzten beiden Teile schon hatten und die einfach dann jetzt hier als neuer Content wieder reingefügt worden sind. Und ich denke mal, da war Kritik auf jeden Fall gerechtfertigt, aber man muss auch loben, wenn Lob gerechtfertigt ist. Und das muss man wirklich aktuell sagen. Player Games, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber seitdem da einige Leute gegangen sind, ist bei Player Games irgendwie ein anderer Wind am Wehen und der Wind gefällt mir sehr gut. Das finde ich eine schöne, warme Sommerbrise, die einem da entgegenkommt. Weil, wenn man mal jetzt drauf zurückguckt, was jetzt die letzten Wochen abging, allein die letzten 4 Wochen, haben wir 4 neue Fahrzeuge bekommen, wir haben ein neues Oval bekommen, also neue Rennstrecke, wir haben neue Props bekommen und auch viele Fixes im Hintergrund. Dann jetzt die nächsten 4 Wochen, die jetzt kommen, werden genauso eskaliert. Es kommen nochmal 6 neue Fahrzeuge, also 4 innerhalb der Season-Playlist und 2 Cupras, vor allem der Formentor, der damit das erste Mal in ein Spiel reinkommt. Und ich finde es sehr geil, dass Cupra jetzt auch mal wieder irgendwo reinkommt. Also klar, Seat wäre auch cool, aber ich meine, mit Cupra haben wir das sportliche Pendant. Und da kommen allein 6 neue Fahrzeuge. Ob man jetzt alle mag oder nicht, das ist Geschmackssache, aber es kommen 6 neue Fahrzeuge rein. Dann kommen die ganzen, kommt eben dieses wunderbare Oval in Event Lab rein. Heißt, man kann das jetzt auch für seine eigenen Sachen nutzen. Und es kommen noch Event Lab Props für den Fotomodus rein, also indem man sich Fotostudios bauen kann. Und noch viele, viele weitere Fixes. Also momentan kann man sich wirklich über diesen Update-Zyklus nicht beschweren. Ja, ich gucke in eure Richtung bei hier wunderbar Vista Criterion Games. 3 Monate oder 4 Monate ist eindeutig kein Abwechszyklus. Ich meine, Forza schafft innerhalb von 4 Wochen und 6 Autos um die Ohren zu schmeißen. Also ich meine, also wie gesagt, man muss loben, wo Lob verdient ist. Und Player Games ist momentan einfach wirklich, also keine Ahnung, was wie gesagt los ist, woher der Sinneswandel kommt. Aber go for it. Ich bin absolut happy darüber, dass, ich sag mal, nicht so spät im Lebenszyklus, so alt ist das Spiel jetzt auch noch nicht, aber trotz dessen im Vergleich zu dem, was vorher so in Updates kommt, dass wir doch nochmal Fahrt aufnehmen. Ich habe nicht gedacht, dass, sagen wir mal, die Updates nochmal content-technisch krass aufbauen, aber ey, ich lag anscheinend falsch und ich bin sehr froh, dass ich in dem Thema wirklich falsch lag. Weil, ja, wenn das so weitergeht, also here we go. Also ich bin auch happy, wenn wir in 4 Wochen nur 2 neue Fahrzeuge so bekommen. Das ist auch vollkommen legitim. Aber das Tempo, was wir jetzt gerade, wie gesagt, an den Tag legen, innerhalb von 8 Wochen 10 neue Fahrzeuge, das ist schon sportlich. Da geht schon. Da geht schon ein bisschen was. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das Rallye Adventure DLC hat ja auch noch einige neue Features reingemacht, wie eben Anti-Lag, was ich jetzt auch schon dran baller mittlerweile. Wobei das DLC selber halt jetzt nicht unbedingt der absolute Hammer ist, bis auf die Map, muss man fairerweise sagen. Aber wie gesagt, das Main Game, brauchen wir nicht überreden. Da ist Playing Games auf jeden Fall momentan auf dem Lauf. Und ja, Grüße gehen raus. Wie gesagt, ich habe genug kritisiert. Da muss man auch da mal, wenn Lob, gerechtfertigt loben. Also, ja, gerne weiter so. Gerne weiter so. Go for it. So, und wir suchen jetzt mal einen schönen Spot, weil, wie gesagt, das ist ein großes Update-Ding, was jetzt schon draußen ist. Morgen kommt ja die Season raus. Was jetzt schon neu drin ist, ist eben wunderbar der Fotomodus nebenbei. Ja, das Video wäre heute eigentlich schon ein bisschen früher dran gewesen, aber ich konnte gestern Abend nicht aufnehmen, weil meine Xbox entschieden hat, statt 10 GB Update einfach 126 GB rauszumachen. Also in Klammern, meine Xbox Series X hat einfach entschieden, ich lösche dir Forza Horizon 5, die Hot Wheels Expansion und das Rallye Adventure DLC. Ich durfte alles noch runter, also wirklich alles. Forza Horizon 5 war überhaupt nicht mehr auf meiner Festplatte existent. Keine Ahnung warum. Ich habe zwar schnell das Internet, aber über 100 GB sind über 100 GB. Die Xbox ist auch nicht die schnellste Konsole, was Download angeht. Gut, PlayStation ist noch viel schlimmer, aber darum geht es jetzt hier nicht. Ich suche mir mal einen schönen Spot raus. Wir können in die City gehen, aber dann, ja, wir gehen mal in die City. Weil Player Games hat es irgendwie geschafft, mit einem Update von einem wirklich okayen Fotomodus zu einem insane guten Fotomodus zu werden. Mein Lieblingsfotomodi hier vor waren bislang immer noch die Crew 2, hatten insane Fotomodus mit Wetter, Tag, Nacht. Immer noch ein Feature, was alle anderen Rennspiele nicht haben, auch Forza Horizon 5 war das jetzt zum Beispiel nicht, Replays, also du kannst ja bei Crew 2 immer ein gewisses
Stück zurückspulen, indem du dann auch Fotos machen kannst in der Zeit. Und sonst war eben auch Drive Club insane. Wobei man halt sagen muss, Drive Club hat halt auch einfach eine Sony-Kamera simuliert. Also dementsprechend, was soll mehr passieren? Aber Playground Games hat richtig einen draufgesetzt und vieles davon gemacht, was ich mir für Need for Speed gewünscht hätte. Weil Need for Speed ja auch so, oh, du kannst die Charakter-Customization und hier und da und kannst du deinen Charakter präsentieren? Nein. Außer in dem einen Screenshot, den wir gepostet haben, aber sonst niemals. Und ja, Playground Games hat schon, wie gesagt, jetzt sehr viel richtig gemacht. Wir gehen mich jetzt in den Fotomodus rein, meine lieben Damen und Herren. Das ist erstmal der Fotomodus, ihr kennt ihn. Ja, alles klassisch. Und jetzt gehe ich auf Effekte-Modus. Und ja, ihr seht hinter mir, ne? Ich konnte da vorher nicht Ewigkeiten durchscrollen. Das ist schon wirklich insane. Ich blende mich jetzt gerade mal ganz kurz aus, damit wir mal ganz kurz drüber quatschen können. Was denn neu ist? So, hier oben auf jeden Fall, das hier alles ist der Standardkram, wie wir gewohnt sind. So, und ich glaube, bis hierhin war auch Feierabend. Obwohl, noch ein paar Autosachen kamen dazu. So, wir können aber jetzt hier die Tageszeit wechseln. Und ihr seht, die brauchen natürlich ein bisschen, ne, muss ein bisschen geladen werden. Aber das ist schon wirklich, wirklich insane. Und kurzer Hinweis, nein, im Forza Vista funktioniert dieser Fotomodus noch nicht. Weil, das muss man auch fairerweise sagen, die Fahrzeuge, die wir jetzt hier in der Open World sehen und die, die wir im Forza Vista sehen, nochmal ein anderes Qualitätslevel haben. Es sind, sagen wir mal, zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Auflösungsqualitäten der Fahrzeuge, weil der Open World natürlich nicht dasselbe Detaillevel abgespult werden muss wie im Forza Vista, weil ja hier keine Türen aufgehen. Und ja, das ist auch eine Sache, im Fotomodus gehen nur im Forza Vista natürlich die Türen auf. Hier in der Open World geht das leider nicht. Das wäre noch ein cooles Feature gewesen. So, dann haben wir noch morgen und früher Nachmittag, dann späten Nachmittag, Sonnenuntergang. Also wir haben ein paar Modi, falls euch das interessiert. Die Nacht haben wir noch. Also, ja, also es gibt ein paar Modi, die man hier durchgehen kann. Die kann man jetzt leider nicht super schnell durchswitchen, aber man kann einfach auf Standardausstellung einstellen gehen und dann ist man schnell wieder da. So, dann kann man das Wetter auch noch einstellen, was auch ziemlich geil ist. Wir haben heiter, okay, Dämmerung, okay, warum geht das nur in Kombination zusammen? Okay, 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 heiter, klar nach Regen, ja, okay, das ist ja, okay, das könnte. Keine Ahnung, warum die Foto. Okay, manche Fotoeinstellungen sind ein bisschen weird gerade am Zusammenarbeiten. Dann aber klar nach Regen, dann haben wir wolkig. Bewölkt nach Regen, dann haben wir leichten Regen, das können wir auch haben, wir können Sturm haben, das ist aber für mich gerade kein Sturm, bei Sonnenaufgang vielleicht Sturm machen, das ist Sturm, okay, gut, das ist Sturm, dann haben wir Nebel, das ist wirklich neblig und das war's. Einzige, was man natürlich ein bisschen sagen muss, der Sekunde 2 kriegt das ein bisschen schneller hin, aber gut, ist auch nicht so viel zu berechnen bei Sekunde 2, muss man fairerweise sagen. Hier brauchst du halt für jeden Tab, musst du eine Weile etwas warten. So, jetzt gehen wir wieder auf Standard zurück. So, Autoscheinwerfer können wir natürlich ein- und ausschalten wie Standard. Lenkung können wir jetzt auch einstellen. Wir können gerade machen, wir können links eingestellt, rechts eingestellt haben. Das ist ganz cool, dass man das jetzt eben selber konfigurieren kann. Oder eben so, wie man halt gerade stand, das geht auch. Dann den Charakter kann man einstellen, wo der sitzt. Er sitzt momentan auf dem Fahrersitz. Ist er überhaupt aktiviert? Da, Fahrer aktiviert, genau, der muss aktiviert sein. Und dann können wir nicht Folgendes machen. Zack. Und dann seht ihr nämlich, tja, steht unser Dude hier einfach mal wunderbar draußen. Und das ist ziemlich nice. Eine Sache, wie gesagt, die ich mir bei Need for Speed eindeutig gewünscht hätte, dass der Kollege auf jeden Fall dabei wäre. Wir haben vorne Mitte, wir gucken mal kurz, was wir noch haben. Wir haben rechte Seite, dann steht er da hinten. Dann haben wir hinten rechts, da steht er, okay, wir können ihn einmal ums Auto, sagen wir mal, gewissermaßen rumzirkeln lassen, ihr seht, der läuft dann einmal gefühlt ums Auto herum, der Dude, weiß ich aber eine sehr coole Sache, natürlich frei platzieren wäre natürlich auch noch cool gewesen, aber ey, ich meine, ich will hier nicht zu sehr kritisieren, weil das ist, wie gesagt, eine Sache, die ich momentan in keinem anderen Spiel auf dem Schirm habe, dass das irgendwie funktionieren würde. Und ich finde das, wie gesagt, ziemlich, ziemlich nice. So, dann können wir eben natürlich noch ein anderes Emote verpassen. Die Auswahl ist dann nämlich auch komplett so gut wie möglich. Ich weiß nicht, ob alle drin sind, das ist die Frage. Das weiß ich gerade gar nicht. Wir müssen mal gerade kurz gucken. Ja, dass der geht, ist natürlich auch wichtigsten. Ich bin mir nicht sicher. Es gehen auf jeden Fall schon mal sehr viele. Man muss ja sagen, die natürlich stoppt der in dem gewissen Schritt. Ne? Also ist ja nicht der ganze Emote, der abgespielt wird, weil wir hier keine Bewegung im Fotomodus natürlich haben. Ich glaube, es sind wirklich. Er hört gerade meinen Steuerkreuz tickern, aber ich glaube, es sind wirklich alle heilig. Sind wirklich alle drin? Weil es warm. Es sind wirklich alle. Jo, okay, die haben wirklich alle Modi reingepackt. Okay, das ist. Du hast teilweise Sachen, die ich noch nicht mal frei habe. Also, weil. Gut, egal, aber krass. Okay, nice. Das ist cool. Vor allem, das muss man sagen, das Ding ist natürlich super praktisch, weil wenn wir jetzt natürlich, sagen wir mal, können wir ihn eigentlich auch drehen? Ne, drehen können wir ihn nicht, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir kurz gucken, so haben, dass er ein Foto von eurem Auto macht. Dann müsste ich mein Auto umplatzieren, ne? Oder ich müsste ein anderes Auto platzieren, aber so macht er jetzt natürlich in die andere Richtung Fotos. Ich kann ihn aber, glaube ich, nicht direkt drehen, ne?
Das wäre doch cool gewesen. Dann können wir das Pokémon noch deaktivieren und. Warte, ich bleib mich nochmal gerade aus. Aktivieren, Tiere deaktivieren, Richtlinien. Ach krass. 1 zu 1. Oh, das ist natürlich geil. Das ist natürlich praktisch, wenn man je nachdem, was für Fotos man machen möchte, kann man hier auch nochmal sich ein paar Hilfslinien reinballern. Und das war's dann soweit. Man muss aber sagen, das ist vom Umfang schon gut. Also da kann man nicht wirklich meckern. Das ist wirklich, wie gesagt, vor allem, wenn man muss immer noch den originalen Fotomodus im Kopf haben, wie weit sich das hier weiterentwickelt hat, ist das schon wirklich eine insane Weiterentwicklung. Also da kann man halt wirklich gar nicht meckern. Ich versuche jetzt mal, ich hätte schon gerne bei Regen was. Ich hätte schon gerne bei klar nach Regen nicht. Oh, klar nach Regen gibt es aber geile Reflexionen. Ne? Wenn wir jetzt klar nach Regen, kriegen wir dann vielleicht auch Sonnenaufgänge so hin? Oh ja, kriegen wir sogar morgen. Ja, dann sieht klar nach Regen aber gar nicht mehr so insane aus. Warte mal, dann machen wir wolkig, bewölkt nach Regen. Ich hätte schon gerne Regen, leichten Regen, starken Regen. Jetzt guck ich mal, was dann die Settings noch machen. Ja, da musst du manchmal ein bisschen nachladen, das merkst du ihm schon an. Nacht, okay, Nacht ist zu dunkel hier. Oh, aber nee, Nacht braucht, okay, Nacht, ah! Ihr seht, das lädt alles teilweise ein bisschen manchmal noch nach. Boah, aber jetzt mit den Lichtwasers hier schon. Ui, das ist schon gut, Alter. Das ist schon sehr geil. Das ist schon sehr gut. Okay, aber wir machen mal Nacht jetzt nicht, weil das bringt euch für Video nichts. Und für Thumbnail bringt mir das auch extrem wenig, weil man nichts sieht. Was ihr im Hintergrund gerade vielleicht gehört habt, ist unser kleiner Hund, der sich gerade in den Sitzsack reingekuschelt hat. So, Autoscheinwerfer lassen wir mal aktiviert. Lenkung machen wir mal nach rechts. Was ich glaube, mal probieren wir, wenn ich fahre, ob wir trotzdem noch bewegte Autos haben können jetzt. Und dann machen wir mal unseren Fahrer davor. Der soll aber nicht im Fahrersitz sein, sondern. Kann ich ihn eigentlich drehen? Nee, oder? Ich kann ihn nicht drehen, weil ich würde ihn echt gerne drehen. Deaktiviert, aktiviert. Nee, ich kann ihn nicht drehen, ne? Vorne rechts. Ich hätte dann gerne vorne links vom Auto. Ja, oder so. Dann haben wir. Dann lieber so. Und dann müssen wir jetzt ihm noch ein schönes Emote geben, was passt. Was natürlich auch super zum Video passt, warte, ja, wunderbar, das ist einfach das Emote. So, natürlich kann man jetzt immer noch mit Helligkeit und Pipapo arbeiten, dass man das Ding Bild vielleicht noch ein bisschen auf die helle Seite kriegt, wenn man den Charakter sieht. Da muss man dann ein bisschen noch nachbearbeiten. Starker Regen ist gerade echt nicht so praktisch, fällt mir auf, weil ich mache immer viel Kontrast und meist sehr viel Farbe rein, weil das natürlich auf Thumbnails jetzt immer ein bisschen mehr ballert. Problem ist, der Charakter ballert auch übel. Also wenn man jetzt gerade mal so, ja, ich kann sogar Voreinstellungen speichern, das ist nice. Weil er natürlich jetzt so beleuchtungstechnisch ein bisschen wack aussieht, man sieht ihn halt kaum, ne? Es gibt aber, soweit ich weiß, mit den Props und so kann man natürlich auch mit Fotostudios und so kann man natürlich an sowas arbeiten, ne? Dann kann man sich natürlich Lichter und so hinstellen, dass der Charakter zum Beispiel ausgeleuchtet ist und so Kram. Das geht natürlich auch alles. Wir können aber einfach das Wetter mal gerade schöner stellen. Wartet mal. Wir machen mal wieder hier, Sturm haben wir nicht. Oh, Sturm ist ganz schön leichter Regen. Bedeckt. Bewölkt nach Regen. Ui, okay, das ist ganz schön insane, weil die Sonne auch von vorne alle in dem Moment ballert, wenn wir das hier machen. Das ist zum Beispiel früh Nachmittag, das Standardwetter halt. Zum Beispiel kann man die Belichtung mal wieder runterschallern, da muss man nicht komplett überbelichten. Aber ich finde an sich die Möglichkeit mit dem Fotomodus, muss man einfach sagen, das ist schon ziemlich geil. Also wie gesagt, die Optionen mit Wetter, mit Tageszeit, mit dem Charakter. Also das ist einfach eine Verbesserung um 200-300%, die dieser Fotomodus hier erlebt hat. Und mit dem er jetzt auch endlich mal seinen Charakter und so alles auch nutzen kann. Finde ich persönlich sehr, sehr geil. So, was ich jetzt mal probieren will, wir gehen mal ganz kurz raus. Weil vorher konnte man ja auch fahrende Aufnahmen machen. Und ich will mal gucken, ob man weiterhin sich darum kümmern kann. Wenn wir jetzt hier... Ah, oh, habt ihr gerade gesehen, er hat den Regen und so schon reingeladen. Okay, das geht weiterhin. Kann ich jetzt meinen Charakter noch rausholen aus dem Auto oder müsste er jetzt sitzen bleiben? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Muss mein Ferrari jetzt sitzen bleiben? Ah, okay. Wenn der Wagen rollt wie hier, dann ist es nicht möglich. Okay, also wenn der Wagen so wie jetzt hier sich am Bewegen ist, dann kann unser Fahrer sich nicht daneben stellen. Okay, interessant. Dann funktioniert auch richtig das mit den Rädern nicht, vermute ich mal. Ja, okay, das geht auch nicht. Sobald der Wagen in Bewegung ist, wird all das übernommen, was der Wagen gerade macht. Okay, aber es, ich meine, insane aussehen tut es gerade trotzdem, weil wie gesagt, mit Regen und mit der Lichtstürmung ist das trotzdem ganz schön nice. Aber okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also wenn ich mich bewege, dann fallen diese ganzen Sachen leider flach, muss man fairerweise sagen. Weiß ich aber, ja, das ganze andere Kram müsste ja ganz normal funktionieren, ne? Bedeckt, lädt da alles nach. Wie gesagt, das braucht man schon ein bisschen, aber ich meine, dafür sprechen die Bilder. Ich meine, wir haben jetzt nichts nachbearbeitet mit Fotostudios und so. Wie gesagt, es kommen Fotostudio-Props rein. Ist ja, glaube ich, insane viel machbar.
Jetzt will ich mal kurz gucken, ob sich das mit der Lenkung ehrlich mal merkt, weil das war auch ein Problem. Forza 5 Fotomodus hat zu lange zum Laden gebraucht. Dementsprechend, wenn du in Kurven eingelenkt reingefahren bist, weil du bewegtes Bild halt mit Lenkung haben wolltest, ging das nicht. Weil das Spiel. Oh, jetzt braucht der Foto. Ah, okay. Jetzt braucht der Foto. Warte, wir machen mal kurz wieder Standard-Effekte-Modus, weil ich habe nämlich gerade gemerkt, dass der Fotomodus dann ein bisschen zum Laden braucht und das mir dann auch nichts bringt, wenn ich danach in die Mauer schalle. Okay. Am besten einfach die Presets speichern, die man nutzen möchte, weil das kann man ja jetzt mittlerweile. Und dann immer auf Standard stellen, weil sonst habt ihr gesehen, wenn wir nicht diese Wetter-Settings haben, dauert das ein bisschen. Aber ich will mal kurz gucken, weil wie gesagt, das war immer das Problem. Ah, ich glaube, das macht Merkersieg jetzt. Ja, okay, nice, okay. Das ging bei Forza 2004 und Co. ging das überall, bei Forza 2005 war das plötzlich ein Problem geworden, dass der Fotomodus so lange geladen hat, dass das Spiel, das Auto noch weiterfuhr erstmal. Und auch die Inputs, die aber gesperrt worden sind. Heißt, die Lenkung wurde nicht mehr akzeptiert und der Wagen hat wieder zurückgelenkt in seine Ursprungsform. Und zum Beispiel waren solche Shots mit Driften, Winkel und sowas immer super tricky, weil du halt nicht genau in dem Moment, wenn du einen Shot haben wolltest, einen Shot bekommen konntest, weil halt, wie gesagt, eine Ladezeit das Problem war. Und ja, das ist anscheinend auch gefixt worden. Das ist schon mal gut. Kann ich denn jetzt, in dem Moment kann ich, Lenkung kann ich jetzt eh nicht mehr bearbeiten, aber okay, meine eigene Lenkung kann ich weiterhin wählen. Wenn das, warte mal, im Stand können wir das jetzt gerade mal auch probieren. Ich will gerade einfach mal ein bisschen rumprobieren, was mit dem Modus so geht. Wir lenken jetzt mal nur so viel. So. Weil jetzt kann ich ja die Lenkung einstellen, weil wir, also offiziell bewegen wir uns ja jetzt nicht, meiner Meinung nach. So, Lenkung. Das ist Standard. Gerade. Links, rechts. Und wir können wieder auf meinen Lenkwinkel gehen, ne? Okay, das ist nice. Also ich kann meinen Lenkwinkel auch selbst bestimmen, wenn ich drauf anlegen will. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Muss man sagen, Chapeau an Playing Games. Der Fotomodus, der gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also da kann man nicht meckern. Also für alle Foto-Enthusiasten, ich habe damit auf jeden Fall nochmal mehr Möglichkeiten. Vor allem auch, wenn jetzt Fotostudios gebaut werden. Wie gesagt, es gibt Fotostudio-Props mit weißen Wänden im Hintergrund und so. Und grundsätzlich die ganzen Fotolocations, die im Event-Lab gebaut worden sind. Die haben ja jetzt noch mehr Potenzial. Weil eben natürlich... ja, wie gesagt, aufgrund vom Wetter und Tag und Nacht natürlich noch mehr Möglichkeiten sind. Ich weiß gar nicht, ob wir auch... Na, der fährt da los, ne, mit Launch Control, ne? Dann funktioniert das hier alles schon nicht mehr. Ist er jetzt losgefahren offiziell oder noch nicht für ihn? Warte mal. Ah, warte mal. Ich will mal kurz gucken, ob ich das Auspufffeuer irgendwie draufkriege. Ich glaube nicht, ne? Nee. Sobald du im Fotomodus gehst, fährt er kurz los und dann ist das Thema vorbei. Okay, Auspuffflammen ist also schwierig zu... Also kannst du einfangen, aber nicht mit deinem Charakter nehmen. Okay, ja, schade. Okay, weil dann halt dieser kurze Lademoment kommt, wo das Spiel dann halt aber den Wagen weiterfahren lässt. Schade. Okay, das wollte ich nochmal kurz testen. Aber auf jeden Fall wieder Props on Playing Games. Gerne weiter so. Also, wie gesagt, das Tempo, was sie momentan fahren, ist sportlich. Ich denke, das werden sie nicht die ganze Zeit so einhalten. Aber wenn wir weiterhin so Inhaltsupdates bekommen, alles cool, alles super. Freue ich mich riesig drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Haut rein. Der Fotomodus bringt mich durcheinander. Es ist früh, spät, alles Mögliche. Bis dann und tschö.